Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Smix. Leute, heute zeigen wir euch unsere Meinung zum neuen Update. Ja, ihr seht es hier. Also es gibt zwei neue Skins. Einmal hier den Snowman und den Jacket Rudolph. Und das allerbeste, Leute, der neue Bananen-Emote ist raus. Ich persönlich finde ihn nicht so geil. Und ja. Ja, Leute, ich spiele dann einfach mal ein paar Runden, sagen euch unsere Meinung. Und der neue Special-Emote ist ja noch nicht draußen. Aber der kommt ja jetzt auch in den nächsten Tagen, die goldene Banane. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und ja, Leute. Also heute einfach mal unsere Meinung. Und Leute, schreibt uns bitte mal eine Spielalternative für Stumblegeist, weil uns sagen manchmal einfach Leute, könnt ihr mal irgendwie sowas, was ein paar gesagt haben, ist Brawl Stars. Wollten wir euch auch mal fragen, ob wir das hochladen sollen. Aber ich würde sagen, wir starten mal in die erste Runde. Ja, Leute, auf jeden Fall. Es gibt ja auch viele neue Skins. Lol. Es gab ja auch den Hühnchen, also hier den Truthahn Skin. Tatsächlich für 5 Gems. Ein legendärer. Hättet ihr das gedacht und fandet ihr das geil von Stumblegeist? Schreibt es mal. Weil Leute, ich persönlich finde es cool, dass man so einen hat. Nein, ich bin. Aber ich finde es halt nicht so cool, dass es halt so ist, dass den halt jeder hat, ne? Also den hat wirklich jeder jetzt. Und Leute, ich hatte an dem Tag halt nicht mal 5 Gems. Ich musste dafür auf meine Freespins warten, weil ich einfach keine 5 Gems hatte. Keine 5 Gems. Ja, Leute. Ach, Digga, ich bin lost. Wir hatten jetzt auch eigentlich, also Leute, ihr kennt ja eigentlich unser Push-Projekt. Ja, das wollen wir heute ja auch machen. Aber Leute, ich boxe hier gerade ein paar. Wir wollten auch einfach mal unsere Meinung sagen und euch auch ein bisschen fragen, wie ihr das fandet. Dass, wie ihr halt generell Stumblegeist-Updates findet. Bist du das? Ja, ich bin hier. Okay, Leute, auf jeden Fall. Es gibt ja die ganzen neuen WM-Skins. Deutschland leider rausgeflogen. Ja, zum Beispiel. Oder was haltet ihr davon, dass Deutschland rausgeflogen ist? Also, ja, ich finde es nicht cool. Ja. Ja, es gibt ja dann diese ganzen Skins da. Ich habe leider noch keinen. Sind ja auch noch nicht alle draußen. Ja. Ihr kennt ja die Skins, die im nächsten Update, also die jetzt im Update Laufe des Monats kommen werden. Und ja, Leute. Wie gesagt, mit der Spielalternative, das wollen wir wirklich mal viele fragen. Also, weil, Leute, ihr könnt auch, wir machen auch auf Twitch Livestreams und auf Insta auch Smux-123. Auf beiden. Wir waren da heute auch live. Aber es hat nicht so geklappt. Ja, Leute. Wie wir uns das vorgestellt haben. Es waren auch nur so, immer so 2-3 da im Stream. Also, da guckt wirklich mal rein, Leute. Morgen werden wir wahrscheinlich auch streamen. Das Video wird ja heute noch rauskommen, am 2. Ja, Leute, ist auch cool, jetzt Adventszeit, ne? Schreibt es mal auch in die Kommentare, wenn ihr Adventskalender hattet, was ihr da drin hattet. Und ja. Ja, bald ist ja auch Weihnachten, Leute. Und ich will jetzt nichts spoilern, aber wir haben uns auch schon ein Weihnachtsspecial ausgesucht. Ja. Was wir da hochladen werden. Und wir werden da auch streamen vielleicht. Also nicht an Weihnachten, aber davor ein bisschen. Wir haben ja nicht so lange Winterferien, jedenfalls, wo wir sind. Und ja. Okay. Das ist schon einfach schon Finale. Ja. Auf jeden Fall, Leute. Es gibt viele neue Skins und so weiter. Leute, also, das soll jetzt gar kein Hate oder so an Brawl Stars sein. Aber Leute, es gibt viele, die gesagt haben, dass wir Brawl Stars hochladen sollen. Ich habe auch Star Silver Spike und so, weil, Leute, wir waren jetzt seit, keine Ahnung, 2 Jahren, also seit einem Jahr oder so mal wieder online.
Und ja, und ja, das ist halt einfach cool. Und ja, Leute, schreibt mir auch in die Kommentare, habt ihr den Pass? Wie findet ihr das Update? Habt ihr schon die Skins? Habt ihr den Banana-Emote? Ja, also hier sind mal ein paar Skins so. Zum Beispiel der spanische. Ja, aber das sind ja keine neuen zum Update. Oder der, ja, genau. Oder die. Also die ganzen Cyber-Skins. Die waren ja schon ein bisschen davor. Gibt's ja auch hier den. Sind ja die ganzen Fußball-Skins. Schreibt da auch mal gerne rein, was ihr so habt. Und Leute, das soll jetzt gar kein langes Video werden. Wir wollten jetzt einfach euch mal nur nach der Meinung fragen, von euch, wie ihr das so findet. Ja, wir spielen jetzt auch noch ein bisschen. Und ja, Leute, wenn ihr das feiert, lasst mal auf Ehre ein Like und ein Abo da. Ja, also was ihr da halt einfach so cool findet. Und was ihr davon auch habt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon Weihnachtsgeschenke kaufen wart. Oder generell, was ihr auch so schenkt, weil wir haben nicht so große Ideen. Wir waren heute aber einkaufen. Und ja, Leute, also da schreibt uns auch mal gerne Ideen, was ihr da so schenkt. Vielleicht würde uns mal interessieren. Vielleicht Google Play oder so für Dings. Stumble Guys. Und ja, aber wobei. Ja. Also, guck mal, ich war ja eben beim Thema Brawl Stars. Und das Ding ist, das ist cool, aber ich find's sogar, also ich find's ein bisschen out, wenn ich ehrlich bin. Also, ich spiele das jetzt nicht wirklich häufig und auch nicht oft. Und ja. Stumble Guys war gerade einfach heftig im Hype. Ist jetzt immer noch okay. Okay, also hier so ein Losty, der könnte eigentlich hochlaufen, aber okay. Der könnte einfach so aufs Blaue springen. Ja, so nicht. Nee, Leute, die sind so schlecht. Ja, das sind halt Bots, ne? Ja. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich finde, die Bots sollten vielleicht sogar mal, also wirklich ein bisschen besser. Weil oder die Bots sollten in Bot, glaube ich, also in, so, wenn man in ein Team geht, abgeschafft werden und dann kommt man einfach in eine normale Runde. Weil es halt dann immer so ein bisschen leicht und dauert lang. Gibt's halt Tricks, aber so. Oder man. Oder. Nee. Und Leute, es soll ja anscheinend auch ein Mapmaker rauskommen. Das wäre sehr geil. Ja, die das nicht kennen. Das ist. Das spawnst du nix. Und muss dann eine Map selber erstellen. Also wie hier Icy Heights. Das könnt ihr dann zum Beispiel Smux ist cool nennen. Auf Ehre. Oder ihr könnt das. Hä? Bei mir hat es gerade gebuggt. Könnt das eigentlich so nennen, wie ihr wollt. Und schickt uns dann auch mal gerne diese Map. Oder kommt in unseren Livestream und spielen wir vielleicht mal Mini-Games, wenn. Ja, dann testen wir die mal von euch. Ist ein Map Maker. Und das können wir ja auch in Brawl Stars mal machen. Wenn ihr wirklich. So, wo es das feiert, also ich konnte das eigentlich gar nicht glauben, dass das so viele wollten. Wo bist du? Ich bin hier oben. Ich bin doch hier gemacht, dass ich über dich falle. Okay, Leute, und ja, also das Update, sehr nice. Stumble Guys, ihr könnt gerne mal öfters kommen. Das ist ja die, wenn ich es falsch sage, korrigiert mich bitte. 0.43? Ja, glaube ich auch. Also 0.43. Und ja, Leute. Also halt einfach mal unsere Meinung. Und lasst auch mal ein Abo auf Ehre da, Leute. Bei Scooter und auch bei Scooter Pros. Ja, und wir auch der Videos verlinken. Und Leute, jetzt kommen wieder Videos, ne? Es wird jetzt wieder geballert. Sorry, dass keine kamen. Krankheitsbedingt. Ja, aber es war. Einfach, man konnte sich nicht so viel treffen, weil, oh nein, weil, ja, war halt einfach bei uns so ein Problem. Es sind ja auch im Moment sehr viele erkältet, Leute, wegen Winter. Bitte, lass mich gewinnen. Und, ja. Und Leute, nicht nur jetzt so, lasst mal ein Like und ein Abo da oder so. Ey, Mann, ich bin gegen die Dinger da gefallen. Sondern, wir wollen jetzt auch mal einfach
Dankeschön sagen für den ganzen Support. Leute, wir machen noch nicht ein halbes Jahr YouTube und haben jetzt schon die 80 Abos. Wirklich, fast die 100 Abonnenten haben wir. Und das ist wirklich... Nein, ich habe rechts geschätzt. Nein, ja. Dann gewinne ich. Ja, warte. Ja, okay. Er hat jetzt den Win. Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ist eure Meinung zum Update. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.